Nicht nur für die Größe von rund 2 Milliarden weltweiten Nutzern bekannt, auch als Datenkrake hoch im Kurs. Facebook, sich der Sammlung der Daten zu entziehen, funktioniert nur durch das endgültige Löschen des Kontos. Wie auch du deinen Facebook-Account ganz einfach löschen kannst, erkläre ich dir in diesem Video. Viel Spaß! Guckst du dieses Video auf einem Smartphone oder Tablet, findest du jetzt verlinkt ein extra Video fürs Mobilgerät. Melde dich im ersten Schritt wie gewohnt auf Facebook an. Anschließend klickst du auf den Löschlink aus der Videobeschreibung. Somit wirst du direkt zur Kontolöschung weitergeleitet. Vergewissere dich, dass du mit dem Löschen deines Kontos alle deine Fotos, Statusmeldungen oder andere in den Sicherungssystemen gespeicherte Daten löschen lässt. Das Downloaden einer Kopie deiner Daten von Facebook ist vorm Löschen auch möglich. Klicke hierfür auf Erfahre mehr zur Kontolöschung. Die endgültige Löschung kann bis zu 90 Tage dauern, wobei du 14 Tage davon Zeit hast, dein Konto wieder zu reaktivieren. Klicke nun auf Mein Konto löschen, gib hier zur Sicherheitskontrolle dein Passwort und dein Capture-Code ein. Anschließend erscheint ein Fenster, welches dich darauf hinweist, dass dein Account deaktiviert wurde. Sofern du dich nicht innerhalb der nächsten 14 Tage anmeldest, wird dein Konto vollständig gelöscht. Wenn du jetzt noch wissen willst, wie du auf deinem Handy für mehr Speicher sorgen kannst, so schau mal in das jetzt verlinkte Video. Weitere Videos dieser Art findest du auf meinem YouTube-Kanal. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Hau rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.